Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 4.7.2023. Und unser DAX scheint ein bisschen zu feste Gefahr zu haben. den hat er ganz schön von der Matte gelegt zum Montag. Da ist gar nicht so viel liegen geblieben. Wir haben oben noch die zwei, naja, 2.15 war es nicht. 2.15 haben wir gesagt, wollte man sehen. 2.11 ist es gewesen. Er war im Future in der Nacht, war schon dran gewesen, aber das ist nicht ganz richtig, jetzt zu sagen, dass das Gap geschossen ist, weil er im Future dran war. Nee, würde ich nicht gelten lassen. Also das Gap ist auch noch offen, rein formal jetzt. Ich weiß, da gibt es Leute, die nehmen immer diese vorherige Kerze, das Tief, und sagen dann, das ist das Gap geschlossen, aber das ist eine, das halte ich nicht für tragfähig, diese Variante, ein Gap-Close so zu betrachten, weil ein Gap-Close heißt, das zuletzt gehandelte Niveau wird nochmal abgehandelt, und das zuletzt gehandelte Niveau ist eben nicht an einem Tief, an einer Spitze, einer Kerze, sondern es ist da, wo die Kerze geschlossen hat. Da ist der letzte Punkt, wo gehandelt wurde, da sind die letzten Transaktionen in der Schlussauktion durchgerudert worden. Und deswegen hat das für einen Gap-Close Relevanz und wird auch oft immer nochmal angelaufen. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass wir im Bereich 1,30 bis 1,100 hier einen guten Support haben. Auf dem hat er sich auch aufgebäumt, hat sich auch gefangen. Ihr seht das, er hat hier das mittlere Band ein bisschen abgeschützt, war leicht unter 16.100 auch mal drunter gehandelt. Aber sehr träge, sehr kontrolliert und auch sehr ruhig. Und von daher würde ich ihm schon zutrauen, dass er zum Dienstag hier nochmal einen kleinen Anflug nach oben machen kann. Das kann aber passieren, dass der uns bloß früh in die, ich sag mal, 16.150 reinrennt und dann nochmal kurz abklappert und hier noch einen Bogen holt. Na, das wäre aus so einer Perspektive recht üblich, insbesondere eben auch zum Dienstag. Also einmal 1,50, einmal kurz unter das Tief hier drunter stechen, das muss gar nicht so weit sein. Einfach bloß kurz drunter stechen und dann irgendwie wieder mittig hoch und dann, wenn Mittwoch der Feiertag vorbei ist, bei den Amerikanern wieder oben raus. Sollte vielleicht dazu auch noch erwähnt sein, es ist Dienstag, jetzt Feiertag bei den Amerikanern. Da ist in der Regel außer etwas Morgensport im DAX dann nicht mehr viel zu erwarten. Man sollte niemals nie sagen, ja. Man sollte es auch nie auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben auch schon Extremtage im DAX gehabt, die eben an US-Feiertagen stattgefunden haben. Aber die Regel ist tatsächlich, dass das sehr, sehr, sehr ruhig alles von sich geht und er auch gefühlt ab 14.30 einfach stehen bleibt. Ja, also du könntest meinen, der bewegt sich nicht, aber die europäischen Händler sagen sich dann eben auch, okay, wenn da jetzt keine neuen Marktteilnehmer mehr aus Amerika kommen, dann schalten sie jetzt den Desk ab, machen mal ein bisschen zeitiger Feierabend, machen ein bisschen Backoffice, ein bisschen Bürokram, irgendwelche Ablagen und sonst was, was man sonst nicht eben macht, und dann passiert auch im Rest der Welt eben nichts, ja. Das ist sehr, sehr, sehr oft zu beobachten und deswegen sollte man sich da nicht wundern und vor allen Dingen auch nicht zu viel erwarten, wenn man am Nachmittag dann noch irgendwie einen neuen Trade startet oder sowas. Ich glaube, das würde ich persönlich mir dann klemmen. Ja, dann lieber auch eher Feierabend machen, 14.30 die Kiste aus, nächsten Tag wieder reingucken oder kurz nach 21 Uhr nochmal reingucken, was draus geworden ist. Das sollte man nicht verallgemeinern, ne? Also jetzt bin ich auf die Goldwaage gelegen. Wie gesagt, es gibt auch Tage, da zieht er durch, aber die Regel ist tatsächlich so, wie ich es jetzt beschrieben habe. Ja, gut, also, wir haben oben ein bisschen im Blick, dass er sich von 1,50 vielleicht nochmal runterdreht, unten nochmal unter das Tief. Grundsätzlich hat er natürlich die Möglichkeit, wir haben hier Gap Close auch 69, wir haben 16.000 schönen Support, aber ich würde fast denken, so wie er gefallen ist, dass er hier schon relativ früh und am Tief wieder anzockt und sich eher in dem Bereich hier stabilisiert, irgendwie zwischen 16.150 und eben der vielleicht 16.50, vielleicht wird das sogar die Range zum Dienstag. Und alles, was höher geht als 16.170, würde mich ein bisschen positiv überraschen. Würde dann eben auch Chancen auf den Gap Close wieder aufmachen. Wieder in die 16.215, 16.230 rein. Und ich sag mal, wenn er das tatsächlich zum Dienstag macht, hier oben ran, dann kann er zum Mittwoch gleich noch eine Schippe oben drauflegen. Das sollte man auch noch mit betrachten. Ja? Von daher, machen wir es nicht länger, als es sein muss. Es ist ein USA-Feiertag, der vor der Tür steht. Da wird nicht viel gehen und es ist ja auch zum Nachmittag hier schon spürbar gewesen. Das wird wohl in ähnlichem Charakter dann auch zum Dienstagtag werden. Ja, von daher haken wir das ab, gucken morgen, was ist zum Dienstag passiert und dann schauen wir uns zum Mittwoch das nochmal genau an. Bis morgen, viel Erfolg, tschüss.